Wir kennen uns erst schon richtig aus jetzt mit dem Zauberwürfel. Wir wissen die Statik, wir kennen uns mit den Scheiben aus, wie die bezeichnet werden. Und jetzt wird es wirklich mal Zeit, dass wir mit den Scheiben auch ein bisschen experimentieren. Also schauen Sie mal, das ist ganz nett, ich hoffe, das kommt. Kann man die rechte Scheibe, können wir drehen, um 90 Grad im Uhrzeigersinn und nochmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn die rechte Scheibe drehen. Dann nochmal um 90 Grad und wenn wir sie nochmal die R-Scheibe drehen, dann sind wir wieder dort, wo wir gestartet sind. Genauso gut können wir natürlich die Downscheibe drehen im Uhrzeigersinn und wieder zurück oder die Frontscheibe um 90 Grad im Uhrzeigersinn und wieder zurück. Und jetzt brauchen wir nur noch, jetzt müssen wir bloß noch wissen, wie wir das bezeichnen sollen. Und da führen wir den Begriff elementare Randscheibenzüge ein. Also Definition. Erstmal, was ein Randscheibenzug ist. Das ist eine Drehung einer Randscheibe um 90 Grad oder 180 Grad. Egal in welche Richtung jetzt erstmal. Und ein elementarer Randscheibenzug können Sie sich vorstellen, das ist ein Randscheibenzug um 90 Grad im Uhrzeigersinn. So, wohlgemerkt, ein Randscheibenzug um 180 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn ist kein elementarer Randscheibenzug, sondern da haben Sie zwei elementare Randscheibenzüge hintereinander ausgeführt von derselben Scheibe. Das haben Sie gerade eben gesehen bei meinem Würfel, den ich Ihnen mitgebracht habe. Wir können nicht bloß im Uhrzeigersinn drehen, 90 Grad, die Frontscheibe zum Beispiel, sondern auch gegen den Uhrzeigersinn. Und solche elementaren Randscheibenzüge, 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, die bezeichnen wir als inversen elementaren Randscheibenzug. Weil Sie haben ja gesehen, wenn ich zuerst 90 Grad die Frontscheibe im Uhrzeigersinn drehe, das können Sie auch ausprobieren mit Ihrem Würfel, und dann wieder 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, die Frontscheibe, dann bin ich wieder da, wo ich gestartet bin.
So, da haben wir schon alles. Wir geben dem einen Kasten. Wichtige Definition. Also ein Merkkästchen wieder. Den Würfel zur Hand nehmen. Also nehmen Sie, wählen sich eine bestimmte Orientierung. Ich nehme meine Lieblingsorientierung, blau, orange vorne, blau oben. Also nehmen Sie den mal so in die Hand. Und jetzt ist es kein Problem, wenn Sie die Frontscheibe, wenn Sie bei der Frontscheibe einen elementaren Randscheibenzug ausführen wollen. Dann sehen Sie ja drauf, dann wissen Sie, was im Uhrzeigersinn ist, ja, wenn Sie drauf schauen. Und gegen den Uhrzeigersinn ist klar auch immer, wenn Sie drauf schauen. Entsprechend ist es auch zu verstehen, wenn Sie die rechte Scheibe drehen. Im Uhrzeigersinn, die rechte Scheibe im Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen, bedeutet, Sie müssen sich vorstellen, Sie würden auf die rechte Scheibe frontal drauf schauen. Und dann drehen Sie im Uhrzeigersinn. Und dann sehen Sie genau, was Sie hier sehen. Können Sie selber ausprobieren. Brauchen wir bloß noch Bezeichnung. Sie können sich schon vorstellen, wir hatten ja die Scheiben mit den Großbuchstaben F, B, U, D, R, L nach der englischen Bezeichnung eingeführt, also bezeichnet, und genau die gleichen Buchstaben, Großbuchstaben übernehmen wir für die elementaren Randscheibenzüge. Also F bedeutet zum einen die Frontscheibe, aber zum anderen auch der elementare Randscheibenzug, wenn wir die Frontscheibe um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Das ist ein elementarer, ja, Sie können sogar sagen, elementarer Frontscheibenzug. Entsprechend natürlich genauso die anderen. So, wie bezeichnen Sie einen inversen elementaren Randscheibenzug? Also wenn Sie die Frontscheibe um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn in der Draufsicht drehen, ganz einfach. Sie machen hier oben ein kleines hoch minus 1 hin. Ja, F hoch minus 1 bedeutet Drehung der Frontscheibe um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Entsprechend bei den anderen Scheibenzügen genauso. Das wäre jetzt ein inverser, elementarer Frontscheibenzug. So, jetzt sind wir so weit, dass Sie mal wieder irgendwie eine kleine Runde einlegen sollten, mit dem Zauberwürfel zu arbeiten. Schauen Sie sich dieses Spiel an. Erstes Spiel, blinde Kuh. Sie müssen sich bei beiden Spielen erstmal eine Orientierung wählen. Und da habe ich Ihnen zunächst mal in A, B, C, D habe ich Ihnen elementare Randscheibenzüge aufgeschrieben. Und bei ab E, schauen Sie nochmal genau hinter, ab E sehen Sie, da führen Sie zwei Züge hintereinander aus. Ja. F, D ist zu verstehen, zunächst den elementaren Frontscheibenzug ausführen. Also das heißt, die Frontscheibe um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Und dann steht da D hoch minus 1, das heißt, den inversen elementaren Downscheibenzug ausführen, das heißt, die Downscheibe um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und Sie sehen, wir führen die Züge in der Reihenfolge aus,
wie wir sie lesen, und zwar von rechts, von links nach rechts, so wie wir schreiben. Das Ziel ist hier nämlich manuelle Fertigkeiten trainieren. Probieren Sie gleich mal, dass Sie das hinkriegen, wenn Sie zum Beispiel die Frontscheibe drehen, dass Sie da nicht hinschauen. Ja? Auch wenn Sie ein Zugmanöver ausführen, wo zwei hintereinander ausgeführt werden, dass Sie nicht dabei hinschauen. Schwierig. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass Sie irgendwann mal Zugmanöver lesen und dann die länger sind, dann wollen Sie mit dem Auge auf dem Blatt bleiben. Und dann, ja. So, Sie dürfen Ihren Würfel wieder zur Seite legen, nebenan. Ich kann Ihnen versichern, nur Übung macht den Meister. Also wenn Sie mal Zeit haben unter der Woche, dann üben Sie so ein bisschen mit dem Würfel, mit die Scheiben zu drehen, weil am Anfang fällt einem das noch schwer, ohne hinzuschauen. Aber mit der Zeit werden Sie merken, das geht dann doch relativ zügig und leicht. Sie haben jetzt beim Verdrehen der Scheiben sicher eine Beobachtung gemacht. Wenn Sie die Randscheiben verdrehen an Ihrem Zauberwürfel, also zum Beispiel die Frontscheibe und auch mehrere elementare Randscheibenzüge hintereinander, dann haben Sie eine Beobachtung gemacht bezüglich der Eckwürfelchen, Eckkubis, Kantenwürfelkubis und Zentrumskubis. Was können Sie dann nämlich sofort als Satz formulieren? Na, schauen Sie mal, wenn Sie ein Eckwürfelchen beobachten, zum Beispiel das Eckwürfelchen rechts oben vorn, und Sie drehen beispielsweise die Abscheibe um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, dann wandert dieses Eckwürfelchen nach rechts hinten oben. Aber es bleibt ein Eckkubi. Und genauso ist es bei den Kantenkubis und bei den Zentrumskubis sowieso. Das heißt, diese elementaren Randscheibenzüge ändern den Typ des Kubis nicht. Genauer heißt es, Eckkubis gehen unter elementaren Randscheibenzüge wieder auf Eckkubis über. Ja, ich sag mal Eckkubiplätze. Kantenkubis bleiben auf Kantenkubiplätzen, also gehen wieder auf Kantenkubiplätze. Und Zentrumskubis, die bleiben an ihrem Platz. Beweis. Wenn Sie so einen elementaren Randscheibenzug ausführen, beispielsweise Sie drehen die Frontscheibe elementar, dann sehen Sie ja erstmal nur ein Quadrat. Ja? Wenn Sie draufschauen auf die Frontscheibe, sehen Sie nur ein Quadrat. Das heißt, eine Drehung der Frontscheibe ist nichts anderes, können Sie übersetzen, als im zweidimensionalen eine Drehung um 90 Grad eines Quadrats.
Ja, und wenn Sie ein Quadrat um 90 Grad drehen, dann gehen Ecken auf Ecken und Seiten auf Seiten über. Und der Schnittpunkt der Diagonalen, wo das Drehzentrum liegt, bleibt natürlich erhalten. Ja? Ich schreibe das ganz kurz. Ah, ich muss das schöner schreiben. Seiten gehen auf Seiten. Über. Und die Drehachse, das ist ein Fixpunkt. Fixpunkt, kennen Sie vielleicht den Begriff? Das klingt zwar so, als ob der ziemlich schnell wäre, fix, ja, aber der ist fest. Der bleibt fest. Wenn Sie mehrere elementare Randscheibenzüge hintereinander ausführen, dann gilt es genauso. Weil es ist, wenn bei einem sozusagen die E-Kubis wieder in E-Kubi-Plätze gehen, dann bei zwei natürlich genauso, bei mehreren. Die Kantenkubis auf Kantenkubis und die Zentrumskubis bleiben fest. Ganz wichtige Folgerung. Wenn Sie sich mal erinnern, wie unsere Orientierung definiert war, die Orientierung des Zauberwürfels an sich, ja, des gesamten Zauberwürfels, dann haben wir gesagt, es reicht aus, wenn wir die Farben zweier Seiten sozusagen festlegen, ja, die Raum- und Raumrichtung zugeben, dazu zuordnen. Also zum Beispiel orange vorne, blau oben. Wenn Sie aber mehrere elementare Randscheibenzüge ausführen, nicht wenn Sie nur einen ausführen, aber wenn Sie zwei und mehr ausführen, dann werden Sie sehen, dann bleiben die Farben eben nicht mehr erhalten, dieser ganzen Seiten, sondern da tauchen andere, andersfarbige Kubis auf. Aber wir können trotzdem immer noch sehen, wie wir die Orientierung gewählt haben. Ich führe mal zwei hintereinander aus. Ja. Schauen Sie, Sie können trotzdem noch erkennen, obwohl vorne nicht mehr orange ist und oben nicht mehr ganz blau. Aber der Zentrumskubi, der bleibt ja fest. Das heißt, Sie haben vorne noch den orangen Zentrumskubi und oben noch den blauen Zentrumskubi. Egal, welche Zugmanöver Sie ausführen. Die Zentrumskubis bleiben fest. Und deswegen können wir
jetzt sofort sagen, für uns ist eine Orientierung nicht die Zuordnung der Raumrichtung, zweier Raumrichtungen zu zwei Farben von Seiten, sondern für uns ist eine Orientierung des Zauberwürfels die Zuordnung von zwei Raumrichtungen zu den Farben zweier Zentrumskugis, die auf nicht gegenüberliegenden Seiten liegen. Also in Zukunft brauchen Sie nur noch einen Blick auf Ihre Zentrumskugis zu werfen und sich da entsprechend zwei auszuwählen, die nicht auf gegenüberliegenden Seitenflächen liegen, und die Farbe entsprechend auszuwählen. Wir haben ja schon von komplexeren Zugmanövern gesprochen und das ist das Einzige, was wir noch einführen, nämlich die Bezeichnung oder Definition nochmal. Und dann dürfen Sie wieder was arbeiten. Also ein Zugmanöver, darunter verstehen wir eine endliche Folge von Randscheibenzügen. Also eine unendliche Folge, das ist nicht sinnvoll, weil da wären wir nie mit fertig. Ja, deswegen begrenzt man das auf eine endliche Anzahl von Randscheibenzügen. So, und dann sind Sie wieder dran, und zwar mit der Aufgabe 5 und der Aufgabe 6. Und da sollen Sie nicht die R-Scheibe betrachten, sondern schauen Sie sich die D-Scheibe an. Beschreiben Sie zunächst mal bei Aufgabe 5 in Worten alle verschiedenen Randscheibenzüge der D-Scheibe.